Wenn du dich trotz der ganzen schlechten Bewertungen und auch ein paar negativen Videos dazu entscheiden solltest, das Spiel doch zu kaufen, sage ich dir heute, welche Version es gibt, was die Unterschiede sind und welche du kaufen solltest und welche du auf gar keinen Fall kaufen solltest und welche sich halt lohnt oder eben halt nicht. Und die ganzen Inhalte, die du zusätzlich bekommen könntest bei höheren Editions, kann ich dir sogar in-game zeigen. Ich habe nämlich alle. Können wir uns also da auch zum ersten Mal angucken. Ich habe selber auch noch nicht gesehen im Game. Und für den perfekten Start in das Spiel habe ich dir mal ein Video gemacht mit 15 Tipps in Solar Crown. Ist aber vielleicht auch für Leute sinnvoll, die vielleicht schon ein bisschen gezockt haben. Da sind auf jeden Fall 15 nice Tipps drin. Ansonsten kannst du auch in der Videobeschreibung gucken. Da gibt es auch Playlists mit Gameplay, diese Story-Playliste oder mit anderen wissenswerten Sachen oder was auch immer. Kannst dich da erstmal ein bisschen informieren, falls du vielleicht auch noch gar nicht so viel vom Spiel gesehen hast. Bevor wir uns das alles angucken, geht nochmal ein absolut fetter Kuss raus an Seraphix, Digga. Was ist denn da schon wieder nicht in Ordnung, Junge? Was ist denn da los, Digga? Der hat komplett die Spendierhosen. Haut einfach mal einen 80er. Wie bist du auf die Zahl gekommen? Haut einfach mal einen 80er raus mit bezahlten Gebühren sogar, Digga. Moin. Junge, Raphix könnte mir hier fast eine Gold Edition von dem Game. Oder? Digga, was soll man denn dazu sagen, Digga? Du stehst ja auch schon hier drin. Nee, stehst du gar nicht, ist gar nicht eingeschaltet. Was ist das für eine Kacke hier, Junge? Guck mal, voll abgehoben, Digga. Da ist er. Junge, Kuss geht raus. Wollte mal Danke sagen. Liebst einfach deine Videos zu schauen. Liebe Grüße, Bruder. Raphix. Digga. Junge, was soll man dazu noch sagen? Keine Ahnung. Junge, ich weiß wirklich mega zu schätzen und kann das sehr, sehr gut gebrauchen aktuell. Hier, komm, kriegst du eine imaginäre Umarmung. Komm, hier. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Solar Crown Video und wir gucken uns heute mal die ganzen Editions an. Und mittlerweile, Leute, hatte ich hier und da mal nur als Kommentar so gepostet, gibt es sogar schon eine physische Version. Da hast du wenigstens mal was in der Hand, Junge. Das Lustige daran ist, die physische Version ist tatsächlich sogar billiger als die digitale Version. Und ich spreche jetzt hier nicht von irgendwer, ich sehe jetzt schon den Kommentar so, ah ja, hier, aber Keyseller XY.China hat das für 3 Euro im Angebot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und ich finde, für den Preis ist die physische Version auf jeden Fall der absolute Brüller. Und damit würde ich auch gerne anfangen. Also das Beste, was du dir mal kaufen kannst, ist wirklich die physische Version. Denn die kostet, keine Ahnung, 54 Euro oder so. Ich packe dir den Link auch in die Videobeschreibung. Und es gibt sogar, ich glaube sogar wirklich exklusive bei Amazon, gibt es eine Steelbook. Das ist nice. Also ich weiß nicht, ob es bei Naked auf der Seite gibt, keine Ahnung. Aber es gibt da auch eine Steelbook. Den Link packe ich auch in der Videobeschreibung rein. Die kostet natürlich wieder ein bisschen mehr, logisch, aber... Dafür ist eine Steelbook. Ist vielleicht, wenn jemand sowas sammelt, gibt es Leute, die so Spiele graden lassen hier. Grüße an Opa an der Stelle. Für die ist es vielleicht eine richtig coole Sache. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Musst du dann selber entscheiden, ob es dir das lohnt. Aber auf jeden Fall, die physische Version ist absolut vom Preis geil, finde ich. Vor allem, weil es einfach billiger ist als die digitale, was eigentlich lächerlich ist, weil es sollte eigentlich umgekehrt sein, aber heutzutage weiß ich auch nicht mehr. Also, 4 Editions gibt es von dem Spiel. Eigentlich gibt es sogar 5 Editions von dem Spiel. Es gibt 4 digitale und eine ist eine Collector Edition. Dazu habe ich sogar noch ein extra Video gemacht. Wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne das Video angucken. Sehr wahrscheinlich kann man die so immer noch bestellen, obwohl das ein limitiertes Ding ist. Aber ich befürchte mal, dass das nicht so viele bestellt haben. Erst recht nach der Beta, würde ich mal behaupten. Okay, ansonsten starten wir bei 60 Euro für das Standardspiel. Und da muss man mal einfach fairerweise sagen, heutzutage Next Gen, das ist ja ein Next Gen Spiel, also eigentlich ist es Current Gen, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt es halt nicht für PS4 oder Xbox One da, ne? Und da muss man sagen, für ein Next Gen Game ist es vom Preis her, für den Einstieg zumindest, eigentlich geil. Es sieht leider auch nicht Next Gen mäßig oder Current Gen mäßig aus. Es sieht eher aus wie ein Spiel, was, ja, PS4 Spiel halt, ne? Noch nicht mal PS4 Pro, Junge. Das ist eher so ein PS4-Spiel. Aber damit steppt mal rein, 60 Euro und da hast du natürlich gar nichts dabei. Nur das Spiel, sonst nichts. Würde jetzt gleich ein bisschen verwirren, weil auf dem Cover siehst du einmal die G-Klasse und den Taycan. Die Autos sind nicht irgendwie kostenlos dabei oder so, natürlich nicht. Das ist einfach das normale Cover. Bei den anderen Editions bekommst du immer die Autos, die du auf den Bildern siehst, auch als, ja, als Bonus quasi, wenn du mehr Geld bezahlst. Also, das nächsthöhere ist dann die Silber Edition, dann gibt es später noch eine Gold Edition, aber wir haben zweimal eine Silber Edition und zwar für jeden Clan eine. Es gibt einmal die Silber Streets und die Silber Sharps Edition. Du musst dich ja für einen Clan entscheiden, bist du Streets oder Sharp. Ist auch völlig egal, welche Edition du kaufst, du kannst den Clan nehmen, wo du lustig bist, spielt keine Rolle. Bei beiden Silber Edition ist es eigentlich gleich, du kriegst 2 Autos jeweils und ja, so Sticker, die man aufs Auto packen kann, kriegt man immer, aber die ignorieren wir jetzt mal komplett, ist ja auch völlig unnötig. Aber du kriegst ein Outfit für deinen Charakter dafür jeweils. Also bei den
Streets zum Beispiel bekommst du einmal den Range Rover Sport SVR. Und sobald du Level 12 erreichst, bekommst du den Wagen in deine Garage. Also du hast ihn quasi schon die ganze Zeit, aber du kannst den erst benutzen, wenn du Level 12 bist. In deiner Garage kannst du ihn auch schon vorher angucken. Und außerdem noch den SLS AMG. Und den kannst du fahren, wenn du Level 20 erreicht hast. Und natürlich noch das Outfit, aber die Sachen gucken wir uns, wie gesagt, gleich noch an. Dann haben wir das Sharps-Paket. Und dann haben wir auf dem Cover auch schon die beiden Fahrzeuge drauf. Du kriegst einmal den Jaguar F-Type SVR Coupé. Den kannst du dann fahren mit Level 12. Und noch den Audi R8 bei der RWS. Warum RWS? Heißt nicht RWD? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall die Heckantrieb-Variante. Und den kannst du dann fahren mit Level 20. Und natürlich auch kriegst du auch hier wieder ein Outfit für deinen Avatar dazu. Bei beiden Editions hattest du noch einen Vorteil. Und zwar aber nur, wenn du vorbestellt hast. Zugriff auf die Beta. Die Beta ging aber auch nur 3 Tage und war eh eine Vollkatastrophe, also sei froh, dass du dich mitgemacht hast. Der Vorteil ist also sowieso weg. Alle Vorbesteller-Dings, was vor Release war, ist, können wir alles rauslassen. Ich sag gleich nochmal, was es alles gewesen ist, aber das kannst du ignorieren. Also du kriegst wirklich nur jeweils diese beiden Autos plus jeweils ein Outfit. Und da sage ich dir jetzt schon mal, ab hier lohnt es sich nicht mehr, das zu kaufen. Die Silber Edition kostet dich 20 Euro mehr und du hast quasi nur jeweils, ja, 2 Autos dabei. Das heißt, du bezahlst eigentlich, wenn du es jetzt so sehen willst, bezahlst du für ein Auto 10 Euro. Für ein Auto 10 Euro, Junge. Hier oben, Junge. Und das ist ja nicht mal irgendwie die teuersten Autos im Spiel oder so. Das ist total lächerlich, ne? Ist ja kein Bugatti oder was, ne? Oder es gibt ja noch teurere Sachen als ein Bugatti. Teuerste Auto, was ich bisher gesehen habe, 16 Millionen. Kann ich gleich auch nochmal zeigen. Aber Junge, wer wirklich hingeht und sagt, ey, das ist bestimmt eine gute Idee, für 2 Autos 20 Euro zu bezahlen. Ja, Bruder, da kann ich nicht anders sagen. Da ist einfach ein Dachschaden, Junge. Sag ich so, was ist? Die Gold Edition kostet 90 Euro. Also nochmal 10 Euro dazu. Deswegen kann man sagen, von Preis-Leistung, wenn man jetzt die anderen Editions anguckt, ist die Gold Edition sogar vom Preis Leistung besser, weil die kostet nur 10 Euro mehr und du hast nochmal 2 Autos mehr. Das heißt, für die beiden Autos zahlst du noch jeweils 5 Euro. Die Gold Edition beinhaltet alles, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also alles, was ihr bei der Silber Edition bei habt. Den Jaguar, den Audi R8, den Range Rover, den SLS und die beiden Outfits für die Silber Edition. Zusätzlich hast du aber noch was, und zwar hast du einmal den Maserati MC20. Ein nices Fahrzeug. Den kannst du fahren, wenn du Level 12 erreichst. Und den Camaro ZL1 kriegst du noch. Den kannst du erst ab Level 20 fahren. Also andersrum hätte es eigentlich mehr Sinn gemacht, aber okay. Und du kriegst noch ein extra Outfit. Das heißt, alle Leute, die so rumlaufen, haben wirklich die Gold Edition gekauft. Und ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich muss aber sagen, also wir gucken uns die gleich an. Ich finde eins von den Silber Editions, glaube ich, am besten. Das Einzige, wo man jetzt noch sagen könnte, das könnte noch eine coole Sache sein, wo sich das eventuell lohnt. Aber das lohnt sich auch nur dann, wenn du sehr lange spielen wirst. Und da ist schon mal die erste Frage, wirst du es wirklich lange spielen oder nicht? Und was man eigentlich dazu wissen müsste, ist, wie teuer sind die Pässe? Weil bei den beiden Silber Edition bekommst du alle Solarpässe. Und diese Solarpässe sind quasi ein Battle Pass. Und, ja, weiß ja jeder, was das ist, ne? Du bekommst alle Solarpässe, alle, die kommen werden, bekommst du kostenlos. Das heißt, alle normalen Leute, die Standard Edition nur kaufen, müssten jeden Solarpass bezahlen. Außer die ersten beiden sind kostenlos. Mit jeder Season kommt immer ein Solarpass rein. Und ich meine jetzt hier, eine Season geht 2 Monate, ne? Oder waren es 3? Ich glaube, das waren 2 Monate. Auf jeden Fall müsste man wissen, was kostet so ein Solarpass überhaupt, ne? Also es ist halt, wie gesagt, ein Battle Pass, der hat 25 Ränge. Am Ende gibt es anscheinend meistens ein Auto, das ist schon heftig. Zum Beispiel im ersten Solarpass kriegt man anscheinend eine Audi e-tron, das ist nice. Und da sind halt so Klamotten und Sticker drin und was auch immer, ne? Wichtigste sind die Autos. Jetzt ist halt die Frage, was kostet der Pass? Du kannst diese Stufen, also zocken musst du sowieso. Du kannst diese Stufen aber nur erklimmen, wenn du den Pass gekauft hast. Man weiß aber nicht, was der kostet. Kostet der 5 Euro? Kostet der 10 Euro? Keine Ahnung. Sagen wir mal, der kostet zum Beispiel 10 Euro. Dann würde sich die Silber Edition ab dem 3. Solarpass lohnen. Die Frage ist aber dann immer nur, willst du diesen Pass überhaupt wirklich haben? Und was kostet der überhaupt? Vielleicht kostet er auch viel weniger. Manchmal sind die Pässe vielleicht gar nicht so interessant. Es sind vielleicht irgendwelche Müllkarren drin. Ja, schwierige Sache. Und ihr habt vielleicht noch ein Detail gesehen, bei der Gold Edition steht drin VIP Solarpass. Das ist kein anderer Solarpass oder so. Der einzige Unterschied ist, du bekommst als VIP die ersten 20 Ränge schon komplett freigeschaltet. Also wenn jetzt ein neuer Solarpass reinkommt, dann hätte ich als Gold Edition Besitzer die ersten 20 Ränge sofort freigeschaltet und ich muss keinen Spielfortschritt machen oder ja, irgendwelche Erfahrungspunkte verdienen, um dann da aufzusteigen. Die habe ich sofort frei. Ich muss nur die letzten 5 Ränge machen und das war's. Das ist quasi der Vorteil dann nochmal von der Gold Edition. Aber das mit den Pass ist halt so ein Ding. Man weiß die, man kennt die Inhalte nicht. Man weiß nicht, was kosten die. Schwierige Sache.
Das heißt, ich verrate dir jetzt schon mal, welche Edition lohnt sich am meisten. Welche solltest du jetzt kaufen? Wir gucken uns gleich nochmal kurz die Inhalte im Spiel an, aber ich sag dir jetzt schon mal, 90 Euro würde ich dafür auf gar keinen Fall ausgeben. Und ich sag's so, das ist, ich hab's ja gerade schon gesagt, die beiden Silber Edition sind auch zu teuer, Digga. Du zahlst 20 Euro mehr und bekommst zwei Autos. Boom. Super. Und natürlich den Solar Pass. Aber ob das für alle Zeit gilt, weiß man nicht. Und wie teuer der generell wird, weiß man auch nicht. Also, deswegen vergiss es. Kauf dir das Standardspiel. Und ich sag dir noch was. Ich würde es als physische Version auf CD kaufen und nicht digital im Store. Das heißt, klick mal in den Link auf der Videobeschreibung. Dann guck nochmal nach, was die physische Version jetzt kostet. Vielleicht ist es sogar nochmal billiger geworden. Kann nämlich sein. Also unbedingt mal prüfen. Und dann kauf dir das. Da hast du wenigstens eine schöne CD. Kannst dir ins Regal stellen. Beste Leben. Und ist sogar noch billiger. Wenn du es unbedingt digital haben willst. Da gibt es ja auch eine PS5, die nur halt digital kann und keine CDs mehr. Dann kauf dir auf jeden Fall die Standard Edition, Digga. Safe. Alles andere lohnt sich einfach nicht. Das ist viel zu viel Geld. Also, Thema erledigt. Kauf dir auf jeden Fall die Standard Edition. Ganz einfache Sache. Alles andere ist wirklich Quatsch. So, ich sag noch kurz die Vorteile, die man gehabt hätte. Hätte man das Spiel vorbestellt und wenn jetzt der Release auch nicht gewesen wäre. Also, alle, die vorbestellt haben, haben ein Auto bekommen. Und zwar den Ford GT von 2006. Der originale, Junge. Den haben alle Vorbesteller bekommen. Das heißt, wenn du das Spiel jetzt kaufst, kriegst du nicht mehr den Wagen. Und dann hatten alle, die die Silber- und Gold-Edition gekauft haben, alle Zugang zur Beta, zur normalen Beta. Die ging 3 Tage oder so. Und alle Gold-Edition-Leute hatten Zugang zur VIP-Beta. Die ging ungefähr 1 Woche, glaube ich. Die waren aber alle eh eine Vollkatastrophe. Hast auch nichts verpasst. Und wie gesagt, die Gold-Edition konnte noch 7 Tage eher zocken. Da hast du auch nichts verpasst. Das war ja auch eine Vollkatastrophe. Also, that's it. Video zu Ende. Wir gucken uns jetzt noch kurz die Sachen im Game an. Habe ich nämlich auch Bock drauf, weil ich habe es selber auch noch nicht angeguckt. Also, wie gesagt, alle Vorbesteller haben einen Ford GT bekommen und nämlich zwar den hier. Das Lustige ist, das ist das einzige Auto, was wirklich so aussieht wie auf dem Bild. Alle anderen Fahrzeuge haben merkwürdigerweise eine völlig andere Farbe. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob das, vielleicht ist es ja random, vielleicht hat einfach jeder eine andere Farbe bekommen oder so. Also, das ist der Wagen hier. Könnte man sich jetzt hier angucken und so. Und das ist ja natürlich cool, in der Garage sind wir hier gerade. Leider kann man hier Motorhaube und so, kannst halt nicht aufmachen wie ein Forza, ne? Das wäre noch geil gewesen, wenn das gehen würde, ne? Können wir hier einsteigen überhaupt? Ja, so. Ja, Ford GT halt, ist halt geil. Ich würde mich jetzt hier nicht mit den Autos irgendwie krass beschäftigen oder so. Das ist halt das Auto, was du hättest haben können, wenn du vorbestellt hast. Übrigens alle Editions, ne? Auch wenn du jetzt die Standard Edition vorbestellt hast, hast du den Wagen auch bekommen. Es ist übrigens nicht der teure 16 Millionen Ford GT aus dem Spiel. Können wir nämlich mal ganz kurz gucken hier. Gibt es beim Händler nämlich ein Ford GT. Der kostet zwar 16 Millionen. Ne, hier war der gar nicht. Es gibt auch 2 Klassik-Händler, auch mega merkwürdig. Da haben wir den. Ford GT 40 ist es nämlich hier. MK1, der Oldschool von 1964, Junge. Der kostet mal eben über 15 Millionen. Ja, moin. So, hier ist übrigens der Audi RWS aus der Silber Sharp Edition. Da seht ihr, der kostet 1,6 Millionen. Ich habe auch noch nicht alle Händler frei, deswegen kann ich euch gar nicht alle zeigen. Aber egal. Das heißt, wir kommen jetzt mal zur Silber Sharps Edition, zu den Fahrzeugen. Beziehungsweise, nee, wir machen erst das Outfit, genau. Also, in the Hood haben wir hier einen schönen Kleiderschrank. Übrigens finde ich lustig, dass dieses Bild genau das gleiche Bild ist, was bei den Sharps im Quartier hängt. Also, so viel Auswahl an Bilder hatten sie dann gar nicht mehr. Es gibt anscheinend auch, Digga, es gibt nur 5 Charaktere im Spiel, die hier rumlaufen. Es gibt nur 5 Autos, die hier rumfahren und anscheinend auch nur 5 Bilder oder was. Also, hier können wir uns komplett einmal anpassen und hier ganz hinten haben wir unsere fertigen Outfits. Und da sehen wir schon, wir haben das Sharp Outfit, das Street Outfit und das Solar Crown. Das ist quasi das Gold Edition Outfit. Und das hier ist das Sharp Outfit. Wir gucken uns ja jetzt das Sharp Pack mal an. Und ich glaube, ich finde das sogar irgendwie am coolsten, weil es sieht auch so aus, als würde das hier oben so leuchten, ne? Ich weiß aber nicht, ob das wirklich leuchtet. Ich möchte die Kleidung anziehen, ja. Deswegen habe ich es hier ausgewählt, du Affe. Das leuchtet, Digga. Guck mal, das leuchtet wirklich, oder was? Okay, ich glaube, das ist wirklich das coolste Outfit, oder? Ja, guck. Das ist heftig, ne? Das ist richtig geil. Auch die Schuhe leuchten hier. Also, das ist schon nice, Junge. Das ist ein geiles Outfit. Das ist das Sharp-Outfit hier. So, und als Sharp bekommst du ja 2 Autos. Einmal, wie gesagt, den Jaguar hier. Den kannst du halt fahren mit Stufe 20. Auch natürlich ein nices Fahrzeug. Sie gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsfahrzeugen, aber guck mal hier. Was für eine geile Innenausstattung der Wagen hat, ne? Mit diesem Steppmuster hier, Alter. Das sieht schon richtig babamäßig aus hier, Alter. Schaltknopf vom BMW geklaut oder so. Motor starten. Ne, sparen wir uns das alles hier. Machen wir jetzt alles nicht. Das wird das Video noch länger hier. Und mit Stufe 20 kriegst du halt den Audi RWS hier, der im Händler 1,6 Millionen kostet. Ich wüsste halt schon gerne, was die anderen für einen Wert haben, ne? Aber das kann ich halt jetzt leider nicht sagen. Ja, Audi A8 kennt man ja halt, ne? Ist schon nice, vor allem ihn einfach kostenlos zu haben.
Allerdings frage ich mich auch gerade, gibt es auch einen normalen R8 mit Allradantrieb oder nur den? Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall die Sharp Silber Edition Inhalte. So, dann gibt es das Street Outfit und das ist halt das hier. Das finde ich echt irgendwie. Ich weiß auch nicht, ne? Also die anderen Leute, die da bei den Streets im Quartier rumlaufen, die sehen eigentlich ziemlich normal aus. So, ja, so Need for Speed-mäßig halt irgendwie. Aber das hier sieht aus, Digga, als wäre das ein Cyberpunk-Outfit oder so. Ganz merkwürdig. Und hier leuchtet ja auch gar nichts, ne? Ach doch, das leuchtet auch. Okay, krass. Das wusste ich gar nicht. Ich habe mir die auch noch nie angeguckt. Okay, das ist ja trotzdem krass dann. Ja, moin. Das hat sogar noch mehr LEDs hier, oder? Ja, okay, das ist dann doch wieder heftig. Oh, guck mal hier. Da ist noch das Streets-Logo hier, was auch leuchtet. Lul. Guck, wie die Blumen hier aussehen, ne? Ja, moin. Aber es sieht halt trotzdem merkwürdig aus. Also ich finde das andere irgendwie geiler. Das sieht echt aus wie aus Cyberpunk hier, ne? Und wenn du die Silber Street Edition hast, dann hast du einmal den Wagen bekommen. Und guck mal, der ist gar nicht Gold. Digga, der ist gar nicht Gold. Was soll das? Die haben alle eine andere Farbe bei mir, die Leute, die Autos, Leute. Was soll der Scheiß, Mann? Kann man, ey, kann man hier. Oh, du kannst nicht hinten einsteigen. Das geht bei Forza auch zum Beispiel, ne? Das ist echt nice. Das kannst du hier einfach nicht machen, ne? Ja. Willkommen im Rangy. Also, das ist echt Panas, wenn du vorne sitzen kannst, ne? Digga. Den kannst du dann, wie gesagt, ab Stufe 12 fahren. Und ab Stufe 20 kannst du den SLS fahren. Rot-rot. Auch eine andere Farbe, Bruder. Was soll der Scheiß? Ja, so sieht der aus hier. Mir auch nochmal. Boah, das ist so geil mit den Flügeltüren, ne? Beste Leben. Richtig geil. Das waren auf jeden Fall die Street Edition Klamotten. Meine Güte, ey. Kommen wir zur Gold Edition. Ich muss hier jedes Mal hin und her laufen, ne? Ich sagte so, was ist. Also dafür kann man auch schon mal ein Like droppen, mal da ganz ehrlich. Komm mal her hier. Ja, moin, Junge, das Auto wollte ich mir doch gleich angucken erst. Guck mal, können wir uns direkt so angucken. Das leuchtet ja auch. Lul. Ja, bleib mal, ich will mal von hinten gucken. Bleib so stehen. Hör auf. Guck mal, wie geil. Wie macht man nochmal diese Gesten hier? Spieler melden. Nee. Hallo. Aber man kann doch auch so. Bruder. Ach, hier, Emotes. Was geht, Junge? Geil. So, tschüss. Ich habe keine Zeit mehr, Junge. Sieht geil aus. So, und wir haben es ja gerade schon gesehen. Es leuchtet sogar auch. Krass, Alter. Das Gold Edition Outfit hier. Lul. Ach, guck mal, das ist ja hinten so halb durchsichtig. Ey, ganz ehrlich, das behalten wir jetzt auch an. Ne? Man muss ja auch, irgendwie muss ich ja auch zeigen, dass ich 90 Euro bezahlt habe für die dumme Scheiße hier, ne? Gut, dass wir uns das hier nochmal angeguckt haben. Ja, das sieht geil aus. Es sieht halt auch so futuristisch aus. Irgendwie, ja gut, wenn man sich die Händler anguckt hier, dann sehen die ja auch sehr futuristisch aus. Und auch die Einrichtung hier. Das ist auch das Ding. Ich sage jetzt, glaube ich, zum 200. Mal, Leute. Die Einrichtung hier, das ganze Spiel, die Avatare und vor allem auch genau dieses Outfit jetzt hier gerade oder auch die anderen. Erinnere mich so hart an PlayStation Home. Da hatte ich auch so viele Outfits, die so mit LED hier geleuchtet haben und so. Und auch die Einrichtung, du konntest deine Häuser so einrichten. Und es gab auch ganz viel mit diesen glatten, spiegelnden Oberflächen hier, so wie hier, ne? Man sieht ja hier an der Lichtspiegelung, dass das so eine richtig glatte Oberfläche ist, so eine polierte. Und es waren so viele Gebäude, die auch so aussahen hier, ne? Mit diesem futuristischen Stil hier und überall LED und so, ne? Es ist durch und durch PlayStation Home. Als hätten die Entwickler hier irgendwie daran gearbeitet. Ganz komisch. Es gibt mir jedes Mal heftige Flashbacks. Und die Outfits auch wieder. So, jetzt haben wir hier alle unsere Fahrzeuge stehen. Silber Edition Fahrzeuge und auch die Gold Edition Fahrzeuge. Und da kannst du mit Level 12 den MC20 fahren, Digga. Das ist krass. Guck mal, was hat der für eine Stufe hier? Der hat S fast 700. Was hat der denn hier? Guck, der ist von der Stufe auch kleiner. Also ich verstehe nicht ganz den Sinn. Für mich hier ist der Wagen wesentlich krasser. Geil, wie geil die Tür aufgeht. Aber den kannst du ab Level 12 schon fahren. Das ist schon echt heftig, Mann. Der sieht geil aus, ne? Haben wir uns den in Forza mal angeguckt, Leute? Oder in The Crew vielleicht? Keine Ahnung. Irgendwo hatten wir den auch schon mal oder hatten wir den gar nicht? Vielleicht wollte ich den auch mal machen, ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich den Zettel 1 hier. Bam, auch mal kurz reinhüppen hier. Ja, ist halt eine Ami-Bude, aber cool. Der hat viel Alcantara hier anscheinend, ne? Das sieht schon ganz geil aus, Mann. Der hat einen sehr kleinen Schaltknüppel, oder? Bin ich jetzt doof? Was wir mit zwei Fingern nehmen oder was? Das sind die Gold Edition Inhalte, die ihr bekommt. Also, beziehungsweise mit der Gold Edition bekommt ihr natürlich alle Outfits. Und alle Fahrzeuge. So. Und dann habt ihr einmal die Garage voll.
Leider passt das Auto von der Vorbesteller-Dings nicht hier rein. Was mir auch gerade einfällt, es wäre auch cool, erstens mal, wenn das wie ein GTA wäre, du gehst zum Tor, zack, und kannst irgendwie auf eine zweite, dritte, vierte, fünfte Ebene der Garage gehen, dass du mehrere Fahrzeuge ausstellen kannst. Das wäre schon mal eine coole Lösung, wenn sie schon sagen, ey, es gibt erstmal keine Häuser, keine Apartments, keine Tiefgaragen oder was auch immer für Möglichkeiten. Ey, das hier einfach irgendwie mal 5 hätte mir auch erstmal gereicht, sag ich so, wie es ist. Und das wäre auch cool, wenn man wie in GTA mit seinen Freunden hier rumlaufen könnte, wenn man die hierzu einladen könnte, dass die sich deine Garage angucken können, ne? Das wäre doch mega geil, oder nicht? Das wäre echt cool, Digga, das fehlt einfach. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Edition habt ihr euch gekauft oder werdet ihr euch kaufen. Das ist, glaube ich, echt ein längeres Video geworden, aber einfach mal richtig ausführlich mit allen Pipapo. Da wisst ihr auf jeden Fall perfekt Bescheid jetzt hier. Und ja, Leute, ich glaube, ich habe nichts vergessen, hoffe ich zumindest mal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken oder eben hier erstmal beim Zugucken, wenn ihr erstmal noch nicht kaufen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao. Ciao. Yeah.